So, wir kommen zurück. Wir haben hier kürzlich Moiras Hoffnung erledigt. Und jetzt machen wir uns auf, den Abkömmling der Stenwicks zu finden. Da haben wir noch was zu regeln. Oder müssen wir durch Moiras Hoffnung? Das heißt, wir werden noch ein paar Blutunholde beseitigen müssen. Die stehen mir halt im Weg. Ruin des alten Schornhelms. Ich hätte eigentlich auch eine Wegmarke nutzen können, ne? Also einen Wegschrein. Tja, zu spät. Dann bin ich mitten auf dem Weg. Das bin ich nicht gewohnt, dieses Wegschreinspringen. Also nicht mehr so richtig. Das ist hier in dem Spiel ganz anders als in dem anderen MMOs. Deswegen macht mir das schon fast gar nichts mehr aus, einfach so durch die Welt zu laufen. Das ist eine totale Umentziehung hier. Sehr makaber. Oh, eine Himmelsscheibe. Ha, ha, ha. Diese verrückten Kultisten und ihren Baum des Finsteren, wären wir los. Ich bin nicht immer ein Bettler gewesen. Ein Geist zeigt auf ihn. Hallo Freunde, braucht ihr Richtung? Wir brauchen Richtung. Wir haben eine Erkundung der Kummerkrypta. Ein Geist begegnet, der jetzt übrigens auf den zeigt. Und der führte mich zu einem uralten Schwert und sein Name war eingraviert. So. Genau, und der Geist ist mir jetzt erschienen und ich gebe ihm das Schwert jetzt. Hallo Freunde, braucht ihr Richtungsanweisungen zum Gasthaus, Heldin? Ich habe einen weiten Weg zurückgelegt, um ein Mitglied der Familie Stenric zu finden. Nun, eure Reise ist von Erfolg gekrönt. In meinen Adern fließt das Blut der Stenrics. Echt? Ich habe dieses Schwert in der Krypta in der Nähe der blutroten Grabhügel gefunden. Marcel Stenric? So hieß meine Urgroßmutter. Ist das wirklich ihr Schwert? Ich wuchs mit den Geschichten über die Großtaten von Dame Marcel auf. Wenn man diesen Erzählungen glauben kann, war sie eine imposante Kriegerin. Marcel ist ein Frauenname? Ich glaube, sie will, dass ihr Schwert... Ach, steht auch dahinter. Dass ihr Schwert... Ich glaube, sie will, dass ihr Schwert bekommt? Ja, das ist schon richtig. Das ist grammatikalisch aber sehr merkwürdig. Das ist unglaublich. Unsere Familie hat seit den Lebzeiten meiner Urgroßmutter deutlich an Bedeutung verloren. Vielleicht wird ihr Schwert unser Glück wenden. Vielleicht. Habt auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr es mir gebracht habt. Ja. Ich schätze das Schwert von Dame Marcel immer. Vielleicht wird es mich ermutigen, ein Leben voller Ehre und Abenteuer einzuschlagen. Könnt ihr mir irgendetwas über die Dame erzählen? Nur das, was meine Eltern mir erzählt haben. Ich habe meine Urgroßmutter nie gekannt.
Dame Marcel war eine ehrenwerte Ritterin in Diensten des Hauses Dorel. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus der Zeit der großen Fehde zwischen den Tamriths und den Dorels. Was geschehen? In dieser Geschichte wurde Dorels Sohn Lancio auf der Straße nach Nordspitz von einem ganzen Dutzend von Tamriths ruchlosesten Kriegern entführt. Obwohl die Gegner in der Überzahl waren, zögerte Dame Marcel keine Sekunde. Sie stürzte sich mit genau diesem Schwert hier in den Kampf und rettete Lancio. Ich liebe diese Geschichte. Ja, und der Name ist auch cool. Gut, die Geschichte wird durch. Was haben wir hier? Geht zum Magiergilde in Schornhelm? What? Luftspitze, Preis der Langlebigkeit. Ich habe ein seltsames Bäumchen gefunden, das mit mir gesprochen hat. Ja, haben Bäume so an sich. Warum werde ich angeschrieben? Toll. Super. Meine Mutter hat mir ein Bild geschickt. Und sie hat einen Supermond fotografiert, allerdings leider mit einem nicht so guter Kamera. Gut, wir haben ein Bäumchen gefunden. Es scheint aber seine Fähigkeit zu denken, zu fühlen, verwirrt zu sein. Es hat eine vage Erinnerung daran, durch die Gegend gegangen zu sein und auch an eine Höhle in der Nähe. Ich habe mich bereit erklärt, dem Bäumchen dabei zu helfen, ein paar Antworten zu bekommen. Der Baumgeist hat mir erzählt, dass er durch einen üblen Zauber des Magiers Meretrin verflucht wurde. Dieser Magier ist offenbar das Geschöpf, das derzeit im Bäumchen gefangen ist. Der Geist sagte, es könnte in der Magiergilde von Schornhelm Hinweise darauf geben, was Meretrin getan hat. Super, jetzt habe ich mit meiner Mutter gerade eine Konversation gestartet. Geil, jetzt darf ich wieder beides machen. Let's Play, Stream und nebenbei nochmal eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Meretrins Forschungsnotiz, neues Buch entdeckt. Seit viele Jahre gedauert, aber endlich habe ich eine Verzauberung geschaffen, die mein Leben verlängern wird. Für das Ritual der Langlebigkeit benötigt man farbige Kristalle für verschiedene lebensspendenden Elemente der Natur. Einen blauen Kristall für das Wasser, einen grünen Kristall für die Lebenskraft und einen strahlend orangenen Farbenkristall für das Licht. Ich muss die Kristalle in einem Dreieck anordnen und dann die Formel sprechen. Ich habe eine abseits gelegene Höhle in den Bergen östlich von Schornhelm gefunden, in der ich das Ritual ausprobieren will. Morgen früh werde ich zur Höhle aufbrechen und dort das Ritual durchführen. Falls es Probleme gibt, habe ich eine Möglichkeit, die Verzauberung umzukehren. Dazu muss ich nur ein wenig Elementarstaub auf den Kristall ausstreuen und ihn anschließend zerstören. Ich lasse den Staub zu Hause, um auf der sicheren Seite zu sein. Falls ich ihn brauche, kann ich ihn ja immer noch holen. Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Okay. Meretrin, du hast Staub in deinem Haus. Das muss ich jetzt aufstreuen auf so einem Stein und das Ding zerstören, dann bist du frei. Oh, ich muss es aufbrechen. So. Dafür werdet ihr ein Kopfgeld bezahlen. Ja, toll. Ja, komm mal rein, dann will ich es bezahlen. Das ist geil. Ich bin jetzt gerade eingebrochen. Das ist übrigens genauso, als würde der Polizist draußen stehen und sagen und dann einen Einbruch sehen und sagt: Dafür werde ich ein Kopfgeld auf dich aussetzen, so wahr ich hier stehe. Und tut nichts. Aber alle wissen, jetzt wird er verfolgt. Logik. Also, schaut meine Videos nicht. Da ist der Elementarstaub. Okay, zur Höhle der Sorgen zurück. Oh, den ganzen Weg zurücklaufen. Oh, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Och Mann,
Und jetzt wird auch noch ein dummer Facebook-Link geschickt. Ich hab das Scheiß nicht auf dem Handy. Toll, super. Ich nicht sehen. Handy hat kein Handy hat kein Fax, ja. Genauso wollte ich das schreiben. Handy hat kein Fax. Gut, warte gerade aus. Werde ich mich dem erneut widmen. Glaube ich. Ne, die interessieren sich nicht dafür. Ich höre was. Hör auf, zu spacken hier, du scheiß Maus. Halt, Verbrecher! Ich bin noch neu bei der Wache. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Nee, ist leider zu laut hier in der Umgebung. Ich brauche Barden, die einfach so in der Gegend rumstehen. Die in der Gegend rumstehen und halt nichts anderes machen als... Ja... Schleife laufen lassen. Nicht du. Dummes Pferd. Hast du mich gerade dummes Pferd genannt? Ist das nicht der Stallmeister hier? Nee. Das dauert ewig. Ist offenbar falsch. Hm. Fake. Doch, ich muss hier den Berg hoch und klick das Handy jetzt wieder um. Hallo, umklicken. Geh zur Höhle, zur Segen, der Segen und Sorgen zurück. Ach ja, stimmt, da war ja was. Flütz. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber darf ich vielleicht hoffen? Kennt ihr die Umstände, unter denen ich befreit werden kann? In Meretrins Notizen stand, dass der Elementarstaub die Wirkung des Zauberers umkehren würde. Dann verschwendet keine Zeit mehr. Sämtlicher Durst auf das Leben, den ich dereinst noch verspürte, ist mir vergangen. Nun trachte ich nur noch danach, endlich im Tod meinen Frieden zu finden. Auch wenn ich den Magier für seine Taten gern hassen würde, gut, das ist Tamel. Empfinde ich doch eher Mitleid. Ich hoffe, auch er findet so Erlösung. Leb wohl. Vitalitätskristall. Klatsch. Lichtkristall. Wasser. Endlich Ruhe. Ich hätte einfach nur einen Hammer draufschlagen sollen. Das wäre alles gewesen. Kehr zum Bäumchen zurück. Wo ist denn das Bäumchen? Ach, der Baum. Das war kein Bäumchen, das war ein
Baum. In der Größe eines Menschen ist es ein Baum. Jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich an alles. Oh Götter, was für eine verfluchte Sache habe ich getan. Der Zauberspruch, er hat mich in der Form des Baums gefangen. Oh, es war ein Albtraum. Solch ein Preis für mein Verlangen nach Langlebigkeit. Aber jetzt bin ich befreit. Ja, und ihr und der Baum könnt nun beide Frieden finden. In einem Baum gefangen zu sein, war ein schlimmeres Schicksal als jeder Tod, den ich mir vorstellen kann. Einst hatte ich alles, was ich konnte, um mein Leben zu verlängern. Doch jetzt bin ich dankbar, im Tod meinen Frieden finden zu können. Falls ihr es wart, die für meine Freilassung verantwortlich ist, dann danke ich euch. Rums. Der Preis der Langlebigkeit ist abgeschlossen. Ihr habt einen Punkt Macht erhalten. Ihr habt eine Tüte Bonbons freigeschaltet. Was? Kristallfragmente hat Rang 4 erreicht. Okay, das gibt's noch bei dem Charakter. Jo, was haben wir noch übrig offen? Offen und übrig offen und so weiter und so fort. Nix mehr, dann können wir die Hauptstory hinterher rennen. Aber erstmal hier runter und das ist sowieso Folgeende. Komplett Batman um die Ecke hier. Stirb. Sah auch episch aus. Schön von der Seite. Die Folge ist leider zersplittert, sodass ihr sie nicht mal weiterschauen könnt.